Oh, Freunde! Ab heute nennt ihr mich nur noch Officer Lamy! Ja, ihr habt richtig gehört, ich bin heute ein Polizist. Und Freunde, wir wissen ja, dass die Polizei immer sehr, sehr kriminelle Fälle löst. Zum Beispiel, wenn die Bank ausgeraubt wird, oder wenn der Supermarkt ausgeraubt wird, oder wenn der Dönerladen ausgeraubt wird. Moment mal, Freunde, das bin nicht ich, ja? Wie auch immer, auf jeden Fall werden diese kriminelle Fälle von der Polizei mitdokumentiert. Also, Freunde, jeder Fall hat seine eigene Akte. Aber, Freunde, es werden nicht immer nur Notizen geschrieben, sondern es werden auch bei besonderen Fällen Videos gemacht. Und, Freunde, wir werden heute gemeinsam auf so einen besonderen, speziellen Polizei-Actionfilm reagieren. Also, Leute, wir babbeln gar nicht mehr so lange rum, sondern wir starten die Facecam und das Video. Und hier sind wir auch schon, Freunde. Die ganze Animation heißt Roblox Sad Story Robocop. Okay. Ich habe nur gehört, dass diese Animation auf jeden Fall sehr, sehr actionreich sein soll. Aber im Titel steht jetzt irgendwas von Sad Story und Robocop. Vielleicht ein Roboter-Polizist oder sowas, Freunde. Wir babbeln nicht lange rum, sondern starten das Video. Let's go, Zoe! Okay, wir hören hier schon. Oha, die Polizei? Alter! Das geht hier mal direkt mit Action ab. Okay. Ich glaube, das ist so eine Fabrik oder sowas. Auf jeden Fall eine große Halle. Und anscheinend ist da irgendetwas los, oder? Sonst wäre ja nicht die Polizei da. Yo, oha. Was ist das denn für einer? Ich glaube, Freunde, das ist der Polizeichef, oder? Er sieht auf jeden Fall wie ein Chef aus mit seinen dicken Muckis. Oh ja, Leute, guckt euch das schon mal an, wie er hier rumgeht. Alter, okay. Ei. Hey, Leute, das ist ja mal so ein richtiger Actionfilm hier. Oh mein Gott, was? Das ist die Roblox-Mafia. Oh mein Gott. Die Roblox-Polizei gegen die Roblox-Mafia, was? Alter, jetzt gibt's erstmal eine Schießerei oder was? Oh oh. Oh mein Gott. Leute, guckt euch den mal an. Die ballern da alle drauf. Oh oh. Oh nein! Ich meine, oh ja, das ist die Mafia. Okay, Leute, zwei wurden getroffen. Die Polizei gewinnt also, oder? Okay, was macht jetzt der Mafia-Chef? Der nimmt das Geld, glaube ich, und er läuft einfach weg. Oh, oh, der Polizeichef rennt ihm hinterher. Und das Geld fällt auch aus der Tasche raus. Oh mein Gott, der steigt hier erstmal in die G-Klasse rein. Sehr, sehr schönes Auto hier. Ah, ich glaube, da hilft die Pistole nichts, oder? Nee, nee. Das Auto ist zu stabil für ein paar Babyschüsse. Okay, der Mafia-Chef ist also entkommen. Okay, Leute, Moment mal. Wir müssen den beiden jetzt erstmal einen Namen geben. Den Polizeichef nennen wir einfach mal... The Rock. Ja, Leute, wir nennen den Polizist The Rock. Und den Mafia-Chef, den nennen wir einfach mal... wie wäre es mit Pablo? Ja, ganz genau. Der Mafia-Chef heißt Pablo und der Polizeichef, der heißt The Rock. Okay, Freunde, es geht weiter. Was macht The Rock jetzt? Okay. Zwei von der Mafia wurden auf jeden Fall verhaftet, sehen wir. Alter. Eieiei. Okay, wir sehen The Rock. Ist auf jeden Fall nicht zufrieden hier mit seiner Leistung. Ich glaube, er hätte gerne den Mafia-Chef geschnappt, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier sehen wir auf jeden Fall eine Frau mit einem Kind. Ist das etwa die Familie von The Rock? Vielleicht, Freunde, oder vielleicht... Ah, nee, doch. Okay, es ist die Familie von The Rock. Oh, Mann, okay. Der hat auf jeden Fall einen kleinen Sohn und eine Frau. Okay, sehr, sehr süß. Und jetzt gibt es erstmal... Oh, oh mein Gott. Action? Jetzt gibt es Action? Keine Ruhe, Freunde. Der Mafia-Chef ist da einfach bei dem Grundstück von The Rocks Familie. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich ahne, glaube ich, ein bisschen Böses. Oh, oh, The Rock geht jetzt erstmal nach Hause, oder? Oh nein, das ist nicht gut.
Der Mafia-Chef Pablo hat hier auf jeden Fall etwas Böses vor, oder? Oh oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Nein! Was passiert da? Oh, das Kind ist weg! Und die Mutter, glaube ich, auch, oder? Ja. Ja, die sind im Auto. Die wurden einfach von Pablo entführt. Oh mein Gott. Er steigt direkt hier ins Auto rein und fährt hinterher. Eieiei, okay, wohin geht's jetzt? Hä? Schon wieder hier bei dieser Fabrik? Okay. Oh oh, er geht da einfach so alleine rein, oder was? Hä? Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Seine Familie wurde einfach als Geisel genommen. Oh nein. Und Pablo hat sogar noch Verstärkung, oder? Ja, es war so klar. Es war so klar. The Rock, was machst du jetzt? Oh nein. Oh nein, was macht der? Er gibt auf, oder? Ja, gib lieber auf. Gib lieber auf. Nein, was machst du? Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 The Rock, du kannst jetzt nicht sterben, oder? The Rock? Hä? Was ist? Hä? Die werden frei... Oh mein Gott, nein! Nein, Leute! The Rock ist tot! Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein! Nein! Oh mein Gott! Und das auch noch vor den Augen von der Familie. Oh mein Gott, wie traurig ist das denn? Hä? Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass The Rock einfach stirbt. Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Ey, wie traurig ist das denn? Hä? Okay. Moment mal. Der ist im Krankenhaus, oder? Was passiert da? Hä? Hier ist ein Arzt auf jeden Fall. Aber der... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wisst ihr, was der Arzt hier gerade macht? Der macht aus dem Polizisten einen Robotercop. Oh mein Gott, also das ist mit dem Titel hier gemeint, mit Robocop. Er macht aus The Rock jetzt einen Roboterpolizisten. Oh mein Gott, wie crazy ist das denn? Okay, Leute, ich will hier keine Sekunde mehr weiter verpassen. Oh mein Gott. Mit der Bohrmaschine. Ugh. Okay, da sehen wir auf jeden Fall die ganzen Roboterteile. Die werden jetzt bei The Rock eingepflanzt. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Okay. Ja, noch sehen wir das Ergebnis nicht. Aber ich glaube, wir bekommen ihn gleich zu Gesicht, Freunde. Ei, 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 nein. Der Sohn, der ist richtig traurig. Oh oh. Oh. Nein. Nein. Kommt ihr jetzt schon nach Hause? Oh mein Gott. Freunde, jetzt bin ich richtig gespannt. Ich glaube, der sieht richtig krass aus, oder? Oh mein Gott, der hat ein Roboterbein. Oh, oh, aber wie wird der Sohn... Oh mein Gott, was? Hä, wie krass sieht der denn aus? Oh mein Gott, der ist einfach ein halber Transformers geworden. Aber wie wird jetzt der Sohn darauf reagieren? Denkt er wird glücklich sein, dass sein Vater jetzt trotzdem lebt? Aber ich weiß nicht, der ist jetzt einfach ein halber Roboter. Für den Sohn ist es doch bestimmt ein Schock, oder? Ah, wie schauen wir uns das Ganze mal an? Oh, der Vater will ihn auf jeden Fall umarmen. Und der Sohn... Oh, Leute, ich hab's mir gedacht. Der ist geschockt. Ja, weil der Papa jetzt einfach ein halber Roboter ist. Oh oh. Oh nein, wie traurig ist das denn? Oh. Ich glaube, ein Polizeifall. Oh. Er geht direkt zum Fall los. Okay. Okay, okay, okay. Ey, Leute, ohne Witz. Hier geht so viel Action ab in dieser Animation. Wir müssen die auf jeden Fall am Ende bewerten, aber ich würde jetzt schon sagen, bis jetzt ist die Animation auf jeden Fall eine 10 von 10. Also wirklich so viel Action hatten wir noch nie in einer Animation, oder? Wir machen nur einfach mal weiter, Freunde. Wir sind hier auf jeden Fall bei einer Bank, die wird angeblich ausgeraubt. Oh, schon wieder von der Roblox-Mafia. Da steckt doch wieder Pablo hinter, oder? Pablo? Pablo? Bist du da? Oh oh. Ja. Pablo ist da. Oh mein Gott, Freunde. Genauso stelle ich mir einen Mafia-Typen vor.
Mit einem dicken Bauch, mit so einem Hut und einem Schnurrbart. Okay. Ich glaube, The Rock ist jetzt angekommen, oder? Ja. Oh mein Gott. Ey, wie heftig sieht der bitte aus? Oh mein Gott. Leute, wärt ihr eigentlich gerne so ein halber Roboter wie er? Ich glaube, man hätte schon richtig coole Superkräfte, oder? So ein Laserstrahl oder so ein super krasses OP-Schwert kommt aus deinem Arm heraus. Ich glaube, das wäre schon echt cool, wenn ich ehrlich bin. Ja? Oh mein Gott. Ja, was wollen die jetzt machen? Was wollen die machen? Das prallt alles an seinem Roboterkörper ab. Oh mein Gott, das gefällt Pablo gar nicht. Was macht er jetzt? Oh, der nimmt, glaube ich, die Geisel, oder? Ja. Ey, Leute, das ist so ein krasser Film hier. Okay, er nimmt die Geisel. Oh, da fällt der Dollarschein erstmal raus. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Alter, dem kann man einfach nichts mehr machen. Ja, die Schüsse haben keine Wirkung bei seinem Roboterkörper. Die prallen einfach ab, die Schüsse. Was macht er jetzt? Oh mein Gott! Alter! Ey, ich wäre jetzt gerne auch ein Roboter irgendwie. Oh, was denkt er sich? Ey, lass mich bitte in Ruhe! Oh mein Gott, guckt euch mal seine Augen an! Warte! Und... hier... Der hat sich doch in die Hose gemacht, oder nicht? Oh Mann, dieser kleine Angsthase. Und... oh, er gibt einfach auf. Er sagt, Pablo ist in diese Richtung gelaufen. Bitte mach mir nichts. Oh, er wirft ihn einfach noch raus. Ja, die Polizei ist auf jeden Fall auch geschockt. Eieiei, aber wie geht's jetzt weiter mit Pablo? Oh! Die Familie von The Rock ist da. Alter. Okay. Hä? Wo ist er hingegangen? Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Alle schauen zu. Die Polizei, die Familie. Hä? Oh! Nein! Hä? Ja, ist klar. Leute? Ich glaube... nein, das kann nicht sein. Freunde, ich glaube, er ist nicht tot. Er tut nur so, oder? Er macht jetzt Trick 17 und wenn Pablo vor ihm steht, dann haut er ihm erstmal eine richtig dicke rein. So, wie schaut es das an? Habe ich recht? Und? Oh. Hä? Komm schon! Ja! Er hat ihn! Oh mein Gott! Leute, ich hab's gewusst. Habt ihr es auch gewusst? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Oh, jetzt wird der Roboter-Cop gefeiert. Zoe! Ein Hoch auf den Roboter-Polizisten! Und die Familie ist auch glücklich. Moment mal, was ist mit dem Sohn? Der Sohn? Oh, komm schon! Ja! Let's go! Ey, Leute, ohne Witz, das war auf jeden Fall... eins der krassesten Animationen-Videos, die wir uns jemals angeschaut haben, oder? Und an der Stelle auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben an den Animationersteller Broblox. Der Bri macht auf jeden Fall richtig, richtig coole Roblox-Animationen. Und Freunde, wie gesagt, für mich war die Animation auf jeden Fall richtig krass. Deswegen gibt es auf jeden Fall eine 10 von 10 von mir. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung auch zu dieser Animation in die Kommentare. Wie bewertet ihr das Ganze? Und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr mehr Reaktionen von mir auf solche Animationen sehen wollt. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Und jetzt könnt ihr links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega, mega cool geworden. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!